wir gucken wieder zusammen ein paar Shorts und vor allem reisen wir heute zusammen ins Disneyland. Hier gerade in Disneyland und das sind die Top 5 verrücktesten Sachen, die ich hier gefunden habe. Los geht's. Starten wir rein damit, dass hier alles, wirklich alles, die Form von Mickey Mouse hat. Sogar die Seife im Bad. Du kennst dieses Disney-Schloss? Wusstest du auch, dass im Keller hiervon einfach ein Drache lebt, der hier einfach pennt, aber auch mal ein bisschen rumschreit und mal aufwacht. Gegen Ende des Tages gibt es so eine Marvel-Show mit Lichtern, Drohnen, Feuer, Pyro, richtig krasser Scheiß. Ey, ich war ja auch mal im Disneyland Paris, aber da gab's das alles noch nicht. Ja, und wenn du schon denkst, das war krass, dann warte mal, was Platz 1 ist. Zu einem entspannten Platz 2 gehen wir rüber zum Labyrinth von Alice im Wunderland. Du kannst einfach durchlaufen und natürlich für mich als Zauberer habe ich mich sehr gefreut, dass es da auch ohne Ende so Kartenfiguren hat. Hier ist Lightning McQueen an mir vorbeigefahren, aber das tut ja nichts zur Sache. Und jetzt zur verrücktesten Nummer 1. Überall im Park gibt es diese kleinen Figuren, die man hier kaufen kann. Und wenn du schon denkst, 100 Euro ist viel, dann guck dir doch mal diese Elsa Iced Out für 9.900 Euro an oder eben diese anderen Kandidaten. Wer kauft denn sowas? Hier, die alle um die 9 oder 10.000 Euro kosten. What? Like und Follow von mehr Videos aus dem Disneyland. Ja, ist gekauft. Ich habe was richtig Geiles geschenkt bekommen. Ihr kennt ja alle was hast du geschenkt bekommen? Und dann gibt's noch Mini-Mini-Paluten. Doch heute ist das hier angekommen. Ja, das ist ein riesiger Mini-Paluten. Ist das so ist geil Mini-Paluten gewesen. Im Vergleich. Das ist so ein dicker Willi. Ey, so ein geiles Geschenk. Ich habe diesen unmöglichen seitlichen Lampenslide gesehen und mich gefragt, ob ich das auch kann. Das war ja mega geil. Also habe ich verschiedene Stangen begutachtet und als ich die perfekte gefunden habe, habe ich erstmal Trockenübungen gemacht, damit ich beim Runterslide... Stell dir vor, da läuft jetzt so einer vorbei und er sitzt da unten. Alter, was macht ihr da mit der armen Stange? Leider nicht so lande. Dann habe ich den Stunt erstmal aus geringer Höhe getestet und das hat eigentlich ganz gut geklappt. Also bin ich bis nach ganz oben geklettert und glaubt mir, ich hatte wirklich Angst, es durchzuziehen. Aber dann habe ich es einfach gemacht. Krass. Ich dachte, er wird viel schneller. Ich habe diesen unmöglichen seitlichen Lampenslide. Aber das, er ist ja nicht so krass gesprungen. Heute wollen wir herausfinden, mit welchem Getränk Mentos am besten reagiert. Oh, ich glaube Cola Zero. Weil ich finde so, diese Zero-Getränke haben immer voll viel Kohlensäure drin. Dafür haben wir als erstes hier erstmal die Sprite. Da, ja. Ja, geht. Das war schon ganz solide. Als nächstes die Cola Ich glaube tatsächlich, das hat er sogar so angeordnet, dass die Cola Light, die ballert am meisten. Aber da geht jetzt schon was. Oh ja. Das ist schon mal besser. Fanta, nee. Fanta nicht so. Okay, Ja, nicht gut. Als nächstes die Coke. Das war die schlechteste bis jetzt, die Fanta. Nee, da geht was. Cola, echt? Ja, aber guck, Cola Zero war gut. Mezzomix ist auch nichts. Schauen wir jetzt als nächstes die Mezzomix. Oh, ist schon ganz okay. Bis jetzt Cola Zero. Jetzt eskaliert. Von der Mezzomix. Und jetzt nochmal die Cola Light. Boah, ja, als ob. Ja, ganz klar. Aber ich hatte Cola recht. Light, oder? Zero und Cola Light ging. Ich weiß nicht warum, aber ich finde dieses Glas irgendwie cool. Oh, Fall Guys. Ich bin Fall Guys. Among Us. Ich muss zugeben, ich habe weder Overwatch noch Valorant. So richtig krass. Overwatch? Zelda hat meine Kindheit geprägt, aber GTA auch. Ich muss aber sagen, dass ich wahrscheinlich in den letzten Jahren mehr GTA als Zelda gespielt habe. Follow oder ein Like? Wenn man versucht, seine Note schön zu reden. Und? Gab's die Mathearbeit zurück? Ja, aber ich muss davor noch was dazu sagen. Was denn? Also der Durchschnitt der Klasse, der war... Ja, der Durchschnitt der Klasse macht nämlich einen Unterschied. Das ist doch so. Ganz ehrlich, wenn alle verkacken und man selber verkackt mit, dann ist nicht so schlimm. Richtig schlecht, weil alle haben voll verkackt, weil die Arbeit war super schwer, meinte Herr Keck. Okay... Wie ist die Note? Die war so schwer, dass die vielleicht sogar gar nicht gewertet wird, eventuell. Gib mir jetzt die Arbeit. Franz zum Beispiel hat eine 6 geschrieben und Luis eine 5-. Und ich habe eine 5-6. Ach so, dann ist ja gar nicht so schlimm. Wirklich? Er kriegt trotzdem Ärger. Jetzt? Natürlich nicht, das liegt alles an deinem TikTok. 2 Wochen Hausarrest. An TikTok? Schauen wir mal, ob du diese Süßigkeit nimmst. Wenn ja... Kritisch. Und wenn du gerne Raffaello isst, dann lass mal ein Abo da. Ja, ich mag Raffaello. Let's go!
Wenn du ins Geschäft gehst, um diese Süßigkeiten zu holen, muss ich ehrlich sagen, diese Dinger schmecken überhaupt nicht. Also ich finde die okay. Also ich kenne die nur in der Colorado-Packung, aber ich würde mir jetzt niemals die holen. Irgendwas ist falsch mit dir. Marzipan wird nie aus dieser Liste rausgeschmissen. Das ist einfach scheußlich. Mein Opa isst das. Ich glaube, nur alte Leute lieben das. Haribo. Ne, es gibt doch Lübecker Marzipan. Ich komme aus dem Norden. Ingwer, muss ich ehrlich sagen, ich mag die Dinger, aber jedem, den ich die schon angeboten habe, hat ich gesagt, Digga, hast du einen Knacks. Ja, ich bin ein bisschen kritisch unterwegs. Lakritz brauche ich wirklich nicht viel zu sagen. Ich mag Lakritz. Marshmallows sind ja schon purer Zucker, sind wir mal ehrlich. Aber dann noch Zucker oben drauf zu streuen und dann noch Lebensmittelfarbe. Kritisch. Du willst einen Zuckerüberdosis haben. Hab ich nie gegessen. Gelee-Süßigkeiten sind einfach Katastrophe. Die haben keinen natürlichen Geschmack, aber meine Oma schenkt die mir immer zu Fasching oder Weihnachten. Aber welche Süßigkeiten magst du nicht? Ich mag, das sind keine Süßigkeiten, aber diese Gelee-Softcakes-Orangendinger, die mag ich nicht. Ich habe in meiner Schulzeit nicht wirklich oft gespickt, aber wenn ich es mal gemacht habe, dann nur, weil ich dachte, dass ich eine wahnsinnig innovative Möglichkeit gefunden habe, es zu tun. Und so habe ich einmal festgestellt, dass mein Drucker zu Hause unglaublich klein drucken kann. Also hatte ich einmal die großartige Idee, für den Englisch-Vokabeltest Spickzettel anzufertigen, die so dermaßen winzig gewesen sind, dass ich sie auf meinen Kugelschreiber kleben konnte. Der große Vorteil war, dass so ein Englisch-Vokabeltest nicht wirklich viel Inhalt hatte, also nicht wirklich viel Text, den ich hätte drucken müssen, im Vergleich zum Beispiel zu so einer Bio-Klausur, wo das wahrscheinlich auch noch Grafiken dazu gekommen wären. Von einer Zelle und von einer Zelle und von einer Mitochondrien, die Kraftwerke der Zelle. Der andere Vorteil war, dass, wenn ich das auf einem Kugelschreiber gemacht habe, es so unglaublich unsuspicious gewesen ist. Denn im Endeffekt sitzt du ja da beim Englischtest, guckst sowieso nach unten auf deinen Arbeitszettel und wenn der Lehrer gekommen wäre, hättest du einfach mit deinem Finger, mit dem Daumen den Spickzettel verdecken können. Und ich dachte, ich habe die Spickindustrie durchgespielt. Ich dachte, damit kann ich auch auf den Markt gehen. Festgestellt habe, dass während des Prozesses habe ich den Kram automatisch gelernt. Was sehr merkwürdig gewesen ist, so vom Feeling her. Und ich möchte an dieser Stelle einmal darauf hinweisen, dass das hier keine Spickzettelanleitung ist, auch wenn es sehr, sehr stark danach aussieht. Ja, er lernt natürlich alle Leute. Ich muss sagen, ich war immer viel zu nervös. Ich habe einmal, habe ich mal erzählt, mit Spickzettel und so weiter, Bio-Klausur oder was, Musik? Ich weiß das gar nicht mehr. Aber es wurde am Ende, glaube ich, auch nur eine 3 oder so. Kann mir hier mal jemand erzählen, warum unsere Spielerzahlen so dermaßen im Keller sind? Vielleicht, weil wir jedes Jahr dieselben Versprechungen machen und sie nicht halten? Ja, ja. Andere Ideen. Vielleicht aber auch, weil wir probieren, mit so wenig Aufwand wie möglich den maximalen Ertrag zu erhalten. Ist es bei Call of Duty mittlerweile so? Ist es nicht mehr so am Start? Ich muss sagen, ich habe ja ein paar Call of Duties gezockt, aber ich war nie hundertprozentig krass drin in der Szene. Das war ja mehr so, ich weiß noch damals, Call of Duty, Visca Barca, Marcel Skorpion, Monde, wen gab es noch? Elotrix, aber Elotrix war ja sehr, sehr früh am Start. Ich glaube, da hat er schon die erste Pause gemacht, als dann Visca Barca und so da waren. Ach, wen gab es dann noch in der Szene? Haptic, obwohl den habe ich damals nicht so richtig mitbekommen. Sonst noch was? Oder es liegt daran, dass wir jedes Jahr sagen, wir hören auf das Community-Feedback, aber eigentlich nichts davon umsetzen. Okay, gibt's hier auch mal. Ja, aber ich dachte, die haben ein bisschen was umgesetzt, auch mit so Remake oder Remastered. Lösungsvorschläge anstatt immer nur Probleme. Naja, wir könnten anfangen, wirklich auf die Community zu hören. Auf die Community hören, ist ehrlich? Nee, doch? Ach, hör auf, ist guter, oder? Nee, jetzt mal ernsthaft, Leute, kommt schon. Oh, wir könnten ein neues Skin-Paket in den Shop bringen, was eigentlich völlig normal aussieht, aber trotzdem 20 Euro kostet. Das ist doch mal ein Vorschlag, kümmern Sie sich gleich darum. Und was mache ich? Oh, ach so, ja, Sie sind gefeuert. Wow, das Tabasco sieht echt lecker aus. Was ist Tabasco? Nix für dich, dir brennt die Goschte schon beim Zwiebackessen. Ist doch gar nicht wahr, ich wette mit dir, ich trau mich das zu probieren. Die Wette nehme ich doch dankend an. Na dann pass mal auf. Oh, das erinnert mich wieder an die Story, wo meine Eltern die haben mich so geflaxt. Wir waren in so einem Restaurant und ich habe halt gefragt, jo, brennt das, wenn ich so Pfeffer in meine Nase sniffe? Und meine Eltern so, ach ja, probier's doch aus. Und was mache ich? Zieh das weg, Alter. Und meine Eltern. Ja. Max, ich meinte eigentlich nur Schluck. Nix da, keine halben Sachen. Oh Gott. Das Zeug muss ja der Knaller sein. Und? Mega das Zeug. Kauf ich. Stark, Max. Super Marketing. Früher habe ich so viel scharfes Essen gegessen, mittlerweile nicht mehr so. So,
Wow, wer fliegt denn heute alles mit? Oh, eine Schulklasse. Leute, es geht nach Mexiko. Oh mein Gott. Junge, wer fliegt denn nach Mexiko auf Klassenfahrt? Wir mussten immer mit einem freaking Bus fahren. Wer fliegt denn? Da sind 20 Stunden irgendwo zum Gardasee. Wohl eher Hannover. Boah, Mann, Lisa, jetzt muss ich nochmal drehen. Hä? Habt ihr auch Bier an Bord? Oh, ich hoffe, das geht jetzt mal ein bisschen schneller. Ich muss so pinkeln. Boah, ist das überhaupt sicher? Ich habe ja meine Bose Noise Cancelling Kopfhörer dabei. Damit wird der Flug... Die sind tatsächlich fürs Flugzeug übertriebenst OP, weil die canceln so diese monotonen Geräusche, die ist weg. Safe entspannt. So, geschafft. Jetzt kann's losgehen. Mist. Ich habe ich schon mal einen Flieger verpasst? Ich glaub nicht. Wie bevorzugst du es? Weich oder hart? Die meisten Menschen mögen es hart. Und wenn du gerne auf einem flauschigen Kissen... Ah, Bett. Okay. Schläfst, dann lass mal ein Abo da. Ja, bisschen weiches Bett. Baguette oder weiches Brot? Ach so. Ah, ich beide. Ja, aber ich mag. Muss ich ehrlich sagen, weich. Ich bevorzuge es hart. Daddy, chill. Denn weiches Brot ist einfach nur gut, wenn es warm ist. Ja, aber dann auch so mit lecker Marmelade. So ein Brioche mit. Apfel oder Apfelmus, beide schmeckt richtig gut, aber für hart. Apfelmus brauchst du extra noch einen Löffel, wo ich dann sagen muss, Digga, ich bin zu faul dafür. Ich liebe einfach so beim Wandern, wenn du so Pause machst, du hast da dein Brot, aber du brauchst ein bisschen Energie, dann so einen richtig schönen, saftigen Apfel am Berg, geil. Gibt wieder Energie, schmeckt richtig gut. Deswegen nehme ich den harten Apfel, die kleinen Salzbrezeln oder die normale Brezel, für mich eigentlich keine Frage, denn die eine groß, Brezel, die trocknet mich komplett aus, die ist einfach trocken wie eine Sau. Deswegen nehme ich hier die weiche Brezel. Ja, hart oder weiche Bonbons, wer auch immer die harten nimmt. Weich. Kritisch. Denn diese Dinger hier, die sind einfach legendär. Ja, die sind also cool. Weich. Hart oder weiche Riegel, für mich keine Frage, ich nehme die weichen. Denn bei den harten musst du gefühlt noch eine Wasserflasche nachkippen, damit dein Mund überhaupt noch ein bisschen... Ja, ist Snickers jetzt ein weicher Riegel? Ja, ja, dann nehme ich das Flüssigkeit auch. Hart. Und? Wie bevorzugst du's? Hart oder weich? Ja, manchmal hart, manchmal weich. Ne? Der Raub von Neat, einer der größten Bargeldraube in Deutschland. Zum Jahreswechsel auf 2002 gab es extrem volle Geldtransporter wegen der Euro-Umstellung. Und der Fahrer von einem dieser Transporter hat zusammen mit zwei seiner Freunde den eigenen Transporter entführt und leergeräumt. 8,6 Millionen Euro haben die mitgehen lassen. Die sind auch erst entkommen, wurden aber alle innerhalb von wenigen Monaten... Haben die das Geld versteckt? Das würde ich machen. Verstecken und nicht sagen, wo es ist. Geschnappt, größtenteils im Ausland. Ah. Aber von dem Geld fiel... Haben sie sich Fortnite V-Bucks gekauft. In immer noch 5 Millionen Euro, die nicht mehr aufgetaucht sind. Das hat trotz Inflation immer noch einen Wert von einem Döner und zwei Eiern. Hm? Wenn man von der Schule kommt und das passiert. Ah, du bist ja schon von der Schule zurück. Und wie war es in der Schule? Hallo? Was war das denn jetzt? Oh mein Gott, mein Bett. Na, warte, Freundchen. Ich muss sagen, nach der Schule war ich nie müde, oder? Weil ich habe sofort gedaddelt. Das war ja mal wieder klar. Du stehst jetzt auf und hilfst mir im Haushalt. Nein, bitte nicht jetzt. Ich will nur schlafen. Boah, dafür danke ich wirklich meinen Eltern. Klar, vielleicht nicht unbedingt pädagogisch das Wertvollste. Ich musste wirklich relativ wenig im Haushalt machen. Und dafür möchte ich sagen, danke. Keine Widerrede. Haben wir uns da verstanden? Das war gut. Deutschland und Österreich haben eklige Städtenamen. Aber wir Schweizer haben nochmal einen draufgelegt. Was alle denn? Ortsnamen, die ich jetzt aufzähle, existieren in der Schweiz wirklich. Käse und Brot, wenn dort nicht das Fondue erfunden wurde, dann weiß ich auch nicht. Lasagne. Das ist ein Wortspiel, das gefällt mir. Da war wenigstens jemand mal kreativ und witzig. Rotzloch. Wer hat das zugelassen? Im Löchli. Im Loch wäre ja schlimm genug gewesen, aber wir Schweizer legen nochmal einen drauf. Unser Löchli macht's natürlich nicht besser. Bettenhausen. Damit kann ich mich identifizieren. Da würde ich lieben gerne wohnen. Bitch. Hoppala. Da war wohl jemand sauer auf seine Ex-Freundin. Rapperswil. Wir alle dachten, da kommen viele Rapper her. Ist nicht der Fall. Als Kind in der Schweiz haben wir immer gesagt, wenn Frauenfeld und Männerdorf ein Küssnacht machen, gibt's Burbikre. Das heißt so viel wie, wenn Männerdorf und Frauenfeld eine Küssnacht machen, gibt es Bubikon. Ja, das klingt genauso scheiße auf Hochdeutsch. Ich glaube, als nächstes schauen wir uns mal die Gesetze an. Folgt mir für mehr. Okay. Wir machen heute Fanta-Eis auf der Eisplatte. Aber was ist das für eine Fanta? Die schmeckt richtig gut. Ich frage mich, wie das Eis schmecken wird. Okay, wir gießen etwas Fanta auf die Eisplatte. Die friert jetzt schon ein. Jetzt muss ich das so klein zerhacken. Guck mal, es entstehen so kleine Eisplätzchen. Das ist Fanta, die hat ja keine Farbe. Aber wir machen wie immer unsere Eismischung drauf. Und ich vermische das jetzt alles. Ist richtig fest geworden. Das riecht auf jeden Fall ziemlich nice. Nun verteile ich unsere Masse auf der Eisplatte zu einem Quadrat oder Rechteck und schneide das jetzt in Streifen auf. Leute, ich glaube nicht, dass ich das diesmal aufrollen kann. Also wenn... Warum ist das Scarlett Johansson im Hintergrund? Ich das jetzt einfach in so Vierecke schneiden und in den Becher reinlegen. Das geht auch nicht. Ich
fühle mich gerade ein bisschen... Das sieht... Bei Breaking Bad. Und ein bisschen zu... Stimmt. Zuckerstreusel drauf. Bitte schön, das macht so 600 Crystal Euro. Flakes. Und jetzt probieren wir das. Oh, oh. Also, wenn ihr Holunder-Fans seid, dann wird euch sowas sehr gefallen. Ah, das ist eine Holunder-Pfanne. Ja, Leute, ich gehe mir jetzt direkt die Holunder-Pfanne kaufen. Und für euch war's das. Nee, tatsächlich muss ich mir jetzt gleich fertig machen, weil meine Mutter kommt zu Besuch. Ja, Leute, danke fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und wir sehen uns morgen wieder. Ciao.